The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Ja, er hat sich auch angesteckt dadurch am Anfang. Als ich gemeint habe, aha, jetzt hat er den ganzen Scheiß am Handschuh. She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Anthony Hall. Guys, the intruders are almost in and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. But we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hacked your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? Uh-oh. What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. Hey, du kannst dir aber auch nicht überlegen, ey. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them, do something! Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Ja, rede lieber schnell. Reese ist nämlich auch schon infiziert. Help, Amy! Help! Help! Tür kann auch ohne mich. Wir müssen ihr helfen oder wenigstens ihr Leiden mindern. Something wrong. My heart. Oh je. Are you going to wear a mask? No. I trust you. Das hat aber jetzt gerade nichts mit Vertrauen zu tun, das ist schon ein bisschen doof. Die braucht jetzt nur mal zu husten und sie anzuhusten und schon hat sie den ganzen Scheiß auch in den Becher. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? Na dann. Hoffen wir, dass ihr eure Helme schnell griffbereit habt, sonst habt ihr jetzt ein Problem. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. Alright, they're still unlocking the door. One down, two to go. Hä, und der andere braucht keine Luft oder was? Come on. Suffocate, you bastards. Ah, braucht etwas länger. Tja. Ja, die andere Tür wird definitiv aufgehen. Hä?
Warum? Alter, jetzt geht's rund. Selbsterhaltungstrieb. Ich verstehe. Call Natalie Kensington. Okay, answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go 490's internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. Fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever der MC hier im Büro steht. What the fuck, Natalie? Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Nah. Kannst du vergessen. End call. Trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. How? I should have brushed up on my needle handling. Hab ich doch gesagt. Ach so. Ah, okay. Look, this is a Mexican standoff we're gonna lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you wanna bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Aber könnte man jetzt auch nicht einfach nur sein Blut nehmen? Das ist jetzt auch infiziert. Claire, wird sich doch bestimmt opfern. Please give me your arm. Oh je. I thought you were different. Claire. Your arm. Tell me honestly. Can you save me? No. Ich kann dich nicht retten. Oder wir. There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed and I can't predict what's gonna happen. You're weak. I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... Stop! I've got enough. Huh? What the fuck are you talking about? Don't stick it in! That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realized that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative.
I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Sorry to move in. Clever. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Maurice, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. So take Claire, run, and save her. Komm, geh mir ein Opfern. Ich gab's ja auch einen anderen Weg. I chose this, okay? That's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach in Kindor to face it. Talo and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. I'm sorry for leaving you. Die hätte ihn jetzt nicht wirklich geküsst. In der Situation. Didn't mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? I appreciate the sentiment, though. More than you know. Wait! What's this? What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on! You have all of the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection. And you too can escape. Come on! Ja, Claire ist eh so gut wie tot. Ach Gott! Promise, we'll expose Natalie. Es tut mir and leid. We'll share your story with the world. Es tut mir so leid. Thank you. I can't beat the fuck out of this thing. Herrgott. Was habe ich getan? Oh Gott, die Arme. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Hey, Claire. Thank you. Also dafür, dass jetzt die ganze Zeit wirklich kurz vorm Sterben war, ist sie relativ easy auf den Beinen. Verdammt nicht. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Chemical threat detected.
Crash initiated. Scheiße. Security Lab Alpha, system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nano cells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing. Three minutes. Okay. Well, Amy, fuck that! Das war sehr effizient. Get a machine gun! Nimm beides! Careful. Okay, ready? Mhm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? Yep. I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Total unauffällig. Stimmt, gut, dass er aus den Klamotten raus ist. Hätte sie nicht noch irgendwie eine Jacke oder was drüber ziehen können, dann da die Waffe verstecken? Ja. Was macht der ganze Sicherheitsdienst da? Emily wasn't bluffing about the security team. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Ich befürchte, jetzt geht's. So what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt das Büro genommen aus Neugier. Pure Neugier. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Oh oh. I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand him over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. Weiß sie auch. Die unterstützt uns. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kinder. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Scheiße, scheiße. Hey, look. Look, I'm a pretty selfish person. But the woman behind me with the Uzi isn't, so just... Don't... punish her for that. Where are you going with this, Reese? You can have me, Kensington. Just let Amy go. No. Just trust me for once. No deal. Das macht die Amy. Just let Amy walk out of here. Oh. Just do it, Amy. Oh, Leute, wirklich? Was hat sie jetzt vor? Security Lab Alpha now! Fuck you, Kensington!
I need Tenant! Oh Mann. Was? Warum? Warum wirfst du deine Waffe weg? Ich glaube, ich habe gerade ein scheiß Ende gemacht. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by MI6 on suspicion of crimes against humanity. This follows the discovery of footage linking her to illegal chemical testing on humans in Kindar, which resulted in the deaths of hundreds. The Kindarian embassy have denied any involvement. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gemacht habe. Also was ich weiß ist, das Spiel hat 8 Enden. Also ihr könnt es gerne selber spielen und die ganze Entscheidung machen. Und ich habe auch leider nicht mal nachgucken können. Ich wollte die ganze Zeit auf S drücken, damit ich mal schauen kann, wie da gerade ihre Werte sind. Aber dann ist jedes Mal irgendwas passiert. So, und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Ich hätte bestimmt Reese noch retten können. Naja, retten, Anführungszeichen. Eigentlich war er ja schon tot. Oder hätte ich Claire nicht opfern sollen? Man weiß es nicht, man weiß es einfach nicht. Also es war jetzt auch mal für mich was ganz Neues. Ich habe leider wirklich nicht viel sagen können. Weil es war ja wirklich nur ein interaktiver Film. Manche Entscheidungen waren schon recht schnell. Also da, vor allem die Übersetzung dann. Wo du so merkst, was will die jetzt gerade mir sagen? Oder was will das Spiel mir gerade sagen? Und dann war die Entscheidung schon da. Das war ein bisschen doof gemacht, aber sonst... Okay. Würde ich auf jeden Fall gerne wieder spielen. Ich bin ja eh schon ein bisschen so ein Filmfreak. Mache ich sehr gern. Aber... Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich jetzt da für ein Ende gemacht habe. Ist es ein gutes, ein mittelmäßiges, ein schlechtes? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis. Ich würde jetzt mal auf Tab drücken, um mal zu schauen, ob jetzt noch was passiert. Es lädt. Ah, jetzt sehen wir die Statistik. Ende gefunden. Vertraue mir einmal. Okay, wir haben jede Menge Tote. So, Beziehungsstatus 2%. 1 von 9 Enden gefunden. Ach, das Ding hat sogar 9 Enden. 81 von 196 Szenen entdeckt. 81 Entscheidungen getroffen. Das kam mir gar nicht so vor. Okay, Persönlichkeitsbeurteilung altruistisch. Nee, altruistisch. So rum. Empfindlichkeit ist relativ hoch. Intelligenz. Ja, wir hätten's. War ja klar, dass das passiert. Nein, Quatsch. Neugier, Mut, Ehrlichkeit. Ich dachte ich. Ja gut, ja, stimmt am Anfang. Die 2, die habe ich ja gnadenlos angelogen. Ja gut, aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, da passiert nichts mehr, ne? Nein. Also vielleicht spiele ich das nochmal so für mich mal durch, mal andere Entscheidungen treffen. Würde mich mal interessieren, was dann rauskommt. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das Ende war, ob das jetzt gut oder schlecht war. Na, vielleicht erfahre ich das dann, wenn ich das bei der zweiten Runde mal spiele. Ich werde jetzt nochmal Escape drücken, mal schauen, was jetzt passiert. Ja gut, ich bin jetzt wieder am Anfang. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen Dank zu sagen, dass ihr mich dabei begleitet habt. Leider konnte ich, wie gesagt, nicht wirklich so viel sagen dazu. Aber war eine schöne Erfahrung. Vielleicht gucke ich mal, ob es nochmal sowas ähnliches gibt. Vielleicht spiele ich das auch nochmal und Let's Plays. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Abend, sonst irgendwas.
Tschüss.